IOMAX ist eine Technologie, die fotorealistische Echtzeit-3D-Anwendungen über das Internet ermöglicht. Wir werden unsere Kunden immer vermehrt im Internet und später auch im Metaverse finden. Unser Chef hat sich darüber beschwert, dass immer, wenn er in Cocktailbars geht, die Cocktails nicht gleich schmecken. Dementsprechend kam man dann auf die wundervolle Idee, diese Maschine zu entwickeln. Die Demofabrik Z4 wird von Remo Consulting betrieben. Und wir stellen vor die Zerspanung der Zukunft. Und wenn man überlegt, wie die Zerspanung der Zukunft aussieht, vollkommen digitalisiert und automatisiert, wenn gute Vorbereitungen getroffen worden sind. Wir erzählen Geschichten von Machern und Macherinnen aus dem Sauerland. Menschen, die coole Ideen haben, coole Dinge entwickeln, die haben bei uns die Chance, ihre Storys zu erzählen. Ich bin vom Industrial Analytics Lab und wir haben hier heute bei dem Digital in Hagen zwei SPS-Maschinen mitgebracht und zeichnen hier in Echtzeit die Daten auf und visualisieren. Und das ist normalerweise auch immer der Anfang von etwas ganz Großem. Ambilon ist das erste deutsche Metaverse, was vollständig DSGVO-konform ist, und wir haben uns um den Bereich Learning konzentriert. Das heißt, Treffen zum gemeinsamen Austausch, Meetings abhalten. Viele Firmen haben verstanden, dass es online mittlerweile wichtig ist, Meetings abzuhalten, gerade zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Wir haben eine digitale Botendienstsoftware für Apotheken entwickelt. Der Prozess ist noch sehr analog, der mit Zettel und Stift machbar, und das Ganze digitalisieren wir, ja, damit man Prozesse vereinfacht und ein bisschen Papierkram wegschafft.